Was geht YouTube? Ich bin Killamanero Man und bringe heute wieder zwei VGC Wi-Fi Battles. Wir springen mal direkt in den Kampf, denn ich nehme ja gestern Abend noch schnell auf. Wollte eigentlich noch früher, aber kam ich irgendwie nicht mehr ganz so sehr zu. Sind wir jetzt mal gespannt, was ich für Gegner finde. Ich bin auch sehr froh, ich gehe mal so ein bisschen drauf ein, so in den letzten Videos, so übers Wochenende. Ich bin sehr froh, dass ich auch sehr nette Kommentare kriege. Ich freue mich eh immer auf Kommentare. Also, wenn ihr einen Kommentar schreiben will, ich freue mich immer. Auch wenn ich manchmal lange brauche, um die zu beantworten. Wir kämpfen gegen Master Osho aus Dänemark, Seeland. Und Master Osho bringt ein sehr interessantes Team. Ein Zedraking ohne Regen, nicht direkt See, wahrscheinlich dann das Cresselia-Regen. Ja, auf jeden Fall Zedraking. Flunkiefer, Heatran, Dimeteros, Zapdos, Cresselia. Ist Dimeteros wirklich gar nicht so schlecht? Er hat zwar zwei Pokémon, die sehr stark, die sehr schwach gegen die Attacken von Dimeteros sind, aber wiederum auch zwei Pokémon, die eben kein Problem mit den Attacken von Dimeteros haben. Ich muss mir jetzt natürlich überlegen, womit will ich eigentlich starten, denn so ein Erdbeben von Dimeteros tut doch einigermaßen weh. Deswegen ich schon fast. Moment. Habe ich Choice Scarf gewechselt? Ja, ich habe den Choice Scarf drauf. Und ich müsste eigentlich... Meine Schoko müsste eigentlich schneller sein als ein Choice Scarf Dimeteros. Und wenn nicht... Nicht schlecht. Ne, ich kann ja... theoretisch. Ich glaube, ich starte mit Vincent. Und meine Stimme lässt gerade irgendwie nach, was ich... na gut. Ich war ja am Freitag bei WWE Live und da habe ich ganz schön viel geschrien und jetzt ist meine Stimme immer noch ein bisschen am sich erholen. Also nehmt ein bisschen Rücksicht. Ich weiß aber echt nicht, womit ich da starten soll. Das ist echt gar nicht so einfach, weil ich keine Ahnung habe, womit er starten würde. Ich glaube, Kramux Voltolos an den Start. Ampharos noch hinterher, Stalobor noch dabei. Dann hoffen wir mal. Ich habe hier nämlich wirklich gerade null Ahnung, womit er startet. Wirklich null Ahnung. Und ich muss daran denken, er hat zwei Bodenimmunitäten. An die muss ich denken. Er startet auch mit Zapdos und... Oh ja, stimmt, er hat drei. Dimeteros selber ist ja auch noch eine Bodenimmunität. Nee. Aber vielleicht hat er jetzt Angst vor der Hidden Power Ice, die ich haben könnte. Ich hau einen Rückenwind raus, auch wenn er wahrscheinlich auch einen Rückenwind raushauen wird. Natürlich, ich habe immer noch die Zitronenbeere drauf. Mann, ich wollte den Life Orb. Egal. Denk mal ganz scharf nach. Das Dimeteros ist ein Problem, mit dem ich jetzt nicht ganz so leicht fertig werde. Deswegen ich eher eine Finsteraura auf das Dimeteros loswerde. Denn mit dem Zapdos werde ich noch einigermaßen mit meiner Schoko fertig. Dimeteros, Steinhagel, macht gegen das Dimeteros relativ wenig Schaden. Ich kriege auf jeden Fall meinen Rückenwind raus, das ist ja schon mal etwas. Der Rückenwind geht raus. Wir sehen die Finsteraura von Raiden auf Dimeteros. Oh mein Gott, das macht ja gar nichts. Zapdos ebenfalls im Rückenwind. Damit neutralisieren sich die beiden Rückenwinde. Und Dimeteros setzt den Kraftkoloss ein gegen Vincent. Der es noch relativ gut einsteckt. Angriff von Dimeteros sinkt ebenso die Verteidigung. Und dann... Könnte ich mir überlegen, er wird... Nee. Überlege ich mir gerade, was könnte ich machen? Daunenreigen, aber ich glaube, er wird eher auswechseln. Aber er hat relativ viel... Ja, komm, wir machen einen Daunenreigen auf sein Dimeteros. Und für den Fall, dass er in Flunkiefer oder so wechselt oder eben nicht wechselt. Und ich hau noch eine Finsteraura raus. Er wechselt nicht, hier kommt der Downreigen auf Dimeteros. Das heißt, Dimeteros ist bei minus 4, der wird jetzt gar nichts mehr an Schaden machen. Finsteraura von Voltolos gegen Dimeteros macht relativ viel Schaden. Hier kommt der Donnerblitz gegen Vincent, der sich dem Donnerblitz ergeben muss.
Aber ich denke, wir stehen ja relativ gut da. Demeteros ist sogar zurückgewichen. Wow, 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 wow. Ich komme jetzt mit meiner Schoko rein. Und ich glaube, es wird allen gefallen, oder eben keinem gefallen, wenn ich jetzt einen Steinhagel raushaue. Na gut, Choice Garft Steinhagel. Und des Weiteren noch eine finstere Aura gegen das Demeteros. Wenn er auswechselt, dann nimmt irgendwas einen Steinhagel und eine finstere Aura oder eben nicht. Zapdos könnte die Heatwave haben. Da müssen wir... könnte die Heatwave haben, wird es auch höchstwahrscheinlich haben. Und hoffen wir mal, dass dass hier wir vielleicht einen Flint oder vielleicht sogar Steinhagel ausreicht. Ich weiß nicht, wie defensiv dieses Zapdos ist. Er wechselt das Demeteros aus, das heißt, was da reinkommt, kriegt eine Finster auch Baby Blue. Was ist Baby Blue? Baby Blue ist sein Zedra King. Okay, was ist das? Ist das für eine Beere? Enigma-Beere, okay. Und da kommt noch die Finsteraura. Ist ganz gut. Hier kommt die Hidden Power, was? Hidden Power Eis gegen Raiden. Aber ebenso kommt meine Citrobeere. Enigma-Beere weiß ich gerade echt gar nicht, wie die eigentlich funktioniert. Bin ich ganz ehrlich, habe ich null Ahnung, wie die funktioniert. Nur rein für den Fall, dass der Steinhagel nicht ausreicht, mache ich doch einen Donnerblitz. Weil ich meine, der Donnerblitz wäre auch noch neutral gegen Zapdos. Würde sogar noch Stab kriegen. Das wäre sogar so gar nicht dann so schlecht. Würde noch Stab kriegen. Ja, also bisher sieht es relativ gut aus. Das Demeteros muss natürlich weg, bevor das Ampharos da ist. Denn Ampharos, na gut, Drachenpuls. Ich glaube, es ist so in dem Bereich, wo Drachenpuls dann schon richtig schön Aua macht. Ich habe keine Ahnung, was für ein Set das Zedra King ist, weil wir halt keinen Regen gesehen haben. Höchstens Cresselia könnte den Regen haben. Aber wie gesagt, da habe ich keine Ahnung, was ein Set das ist. Normalerweise, ich glaube, er geht eher davon aus, ja gut, ich kriege einen Rückenwind draus, aber wir haben jetzt beide Rückenwind draußen. Das heißt, die Rückenwinde sind eigentlich neutralisiert. Bringt ihm da relativ wenig, aber ich bin gespannt. Ich kenne nur dieses Swift Swim Zedra King Set. Kommt der Steinhagel? Hier kommt der Donnerblitz gegen Zedra King. Erledigt das Zedra King. Das war mir doch ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber wir sehen, er hat anscheinend nicht die Hitzewelle. Oder er benutzt sie nicht. Hier kommt die Kraftreserve, die Hidden Power. Gegen Raiden. Raiden überlebt mit 10. Der Rückenwind auf meiner Seite lässt nach. Aber auch der Rückenwind auf der gegnerischen Seite lässt nach. Er kann natürlich jetzt im Gegensatz zu mir einen neuen Rückenwind raushauen. Aber wir sehen natürlich, meine Pokémon sind schneller als seine. Das heißt, ich kann jetzt einfach nur doppelt das Zapdos angreifen und er kriegt keinen Rückenwind mehr raus. Und Steinhagel, da muss ich mir sowieso nicht überlegen, dass er irgendwie Schutzschild oder so benutzt. Wo er bisher dann noch nicht Schutzschild auf dem Zapdos benutzt hat, wir haben gesehen, es hat Rückenwind. Er kriegt den Bedroher raus, das ist natürlich ganz gut für ihn. Deswegen glaube ich, ja, das Zapdos, der Rückenwind ist mir dann doch, glaube ich, ein bisschen weniger an Dorn im Auge. Als das Demeteros, deswegen ich da noch eine Finsteraura raushaue auf das Demeteros. Ihr könnt natürlich hier protecten, aber ich will lieber die Finsteraura auf dem Demeteros haben, als jetzt sonst noch irgendwas. Und ich habe ja noch die Flint-Chance auf dem Zapdos. Hier kommt der Steinhagel, macht natürlich jetzt weitaus weniger. Und da kann er ruhig seinen Rückenwind raushauen. Das ist ein Crit? Nein, hier kommt die Finsteraura, erledigt natürlich, glaube ich. Oder reicht das aus? Reicht das aus? Reicht das aus? Ganz knapp, reicht aus, um das Demeteros zu erledigen. Und wir kriegen den Flinch auf das Zapdos. Jetzt spielt gerade alles in unserer Hand. Was hat er noch dabei? Er hat noch Flunkiefer dabei. Das ist jetzt natürlich semi-mies oder semi-gut für mich. Kriegt ihr natürlich noch einen Bedroher raus. Ich wechsle erstmal meine Schoko aus. Protecte mit meinem Raiden. Will gucken. Will er da jetzt irgendwie Schutzschild oder sowas, nicht Schutzschild, Tiefschlag oder so benutzen? Denn so mit dem minus 2 und Steinhagel, ich könnte natürlich das Zapdos ausschalten, aber wenn er klug ist und Tiefschlag auf Raiden benutzt, dann ist er nicht ganz so gut. Dann ist nicht ganz so gut. Und da möchte ich doch lieber erstmal noch Raiden behalten, um zu gucken, was er sie es denn vorhat. Weil so ein Tiefschlag, der kann ja dann noch richtig gefährlich werden. Flunkiefer geht hier natürlich mega. Und so bin ich natürlich, so durch das Auswechseln bin ich natürlich wieder auf neutral. Und das ist natürlich mir dann weitaus lieber. Und vor allem, ich bin ja sowieso schneller. Raiden setzt Schutzschild ein.
Tiefschlag, geht aber daneben. Und Zapdos setzt Ruheort ein. Zapdos will mich hier mit, will hier richtig Ruheort. Da wäre es natürlich so ein, so ein Dingens wunderschön. Wäre natürlich so ein Dingens wunderschön. Genau, Zapdos hat in der Zwinger keinen Voltabsorber oder so. Weswegen ich lieber einen Donnerblitz auf das Zapdos haue und einen Donnerblitz auf das. Können Double Protect machen, aber nee. Und einen Donnerblitz auf das Zapdos. Ich will erstmal das Zapdos weg haben. Ich will erstmal das Zapdos weg haben, denn von dem Flunkiefer habe ich relativ wenig Angst. Ich habe ja mein Erdbeben. Ich habe mein Erdbeben, da habe ich relativ wenig Angst vor. Kommt die Überbrückung. Er setzt Tiefschlag ein, wird wahrscheinlich meinen Raiden erledigen, genau. Hätte ich natürlich den Double Protect versuchen können, ob der da irgendwas vorhat, aber. Soll er ruhig. Er setzt wieder den Rückenwind, damit er schneller ist. Jetzt die Frage, es ist neutral. Ich weiß nicht, wie hoch die Spezialverteidigung von Zapdos ist. Reicht aus, um dort zu überleben. Und hier hat er natürlich einen Vorteil, er ist schneller. Und ich habe gelernt, es geht nicht in die nächste Runde. Deswegen ich dann doch eher hoffe, dass ich selber ein Erdbeben überlebe mit meinem Ampharos. Muss ich sozusagen. Denn er kann, wie gesagt, ein... Ja, ich muss das Erdbeben überleben. Das ist nicht schlecht, weil dadurch, dass er, meine Schoko schneller ist als ein Zapdos. Ich könnte mich entweder in Steinhagel finden, in Steinhagel choisen. Dann kriege ich das Zapdos weg. Oder in Kreuzschere, aber das bringt mir auch relativ wenig. Ich muss das Erdbeben nehmen, sonst kriege ich das Flunkiefer nicht weg. Moment, nein, 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 nein. Er hat den Rückenwind. Er hat den Rückenwind. Das heißt, ich protecte mit Ampharos und benutze Erdbeben. Denn wenn er jetzt Ruheort benutzt. Er benutzt Ruheort. Yes! Jetzt kriegt er, jetzt ist er nämlich kein Flug-Pokémon mehr. Das passiert nämlich bei Ruheort. Und er kriegt das Erdbeben ab. Kommt das Erdbeben? Und erledigt Flunkiefer fast. Und Zapdos erledigt es. Und da kommt der Knuddler gegen Linda. Ha! Gegen Linda. Hier kommt nochmal ein Donnerblitz und Erdbeben. Denn hier wäre es jetzt echt dumm, einfach zu protecten. Der Kampf wurde aufgegeben. Ha. Zum Glück ist mir das nochmal mit dem... Zum Glück ist mir das mit dem Rückenwind eingefallen. Zum Glück ist mir das mit dem Rückenwind eingefallen. Dadurch bin ich ja langsamer und dann... Soll er das ruhig benutzen. Dann ist er jetzt kein Flug-Pokémon mehr. Ist er ein reines Elektro-Pokémon. Kriegt er den Schaden vom Erdbeben und... Irgendwie für mich klingt meine Stimme manchmal ganz, ganz komisch. Ich bin echt immer noch leicht heiser. Sehr leicht heiser. Aber hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass es so morgen ein bisschen besser ist. Ich nehme morgen noch ein bisschen auf. Bin heute gerade ein bisschen demotiviert. Weil ich gleich noch ein paar Aufgaben machen muss, während ich renne. Wir kämpfen gegen Thomas aus Aquitanien, Frankreich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das in Frankreich liegt. Für mich besteht Frankreich aus Paris. Und das war's. Okay, und Thomas bringt ein relativ standardmäßiges Team mit Kangama, Hutwasser, Meistergriff, Suicune, Cesurio und Heatran. Okay, jetzt überlegen wir mal, solange ich mit dem Heatran starte, so, dann gehe ich eigentlich Vincent. Vincent Briaron ist eigentlich hier, er hat keinen Bedroh, er ist eigentlich super Start für mich. Nehme auf jeden Fall noch mein Dinner mit. Und jetzt die Frage, Ampharos? Ampharos ist sehr stark, aber ich weiß nicht, ob ich da Ampharos brauche. Ich glaube, ich freue mich eher, wenn ich Raiden mitnehme. Wir könnten ein Fehler sein, wenn ich meine Linda mal nicht mitnehme. Aber an sich, ich glaube, das ist relativ gut. Er hat keinen Bedroher. Und solange er halt nicht mit Heatran startet, stehe ich mit meinem Briaron sehr gut da. Und wenn er mit Heatran startet, wechsle ich in Dinner rein. Ich krieg sowieso einen Rückenwind raus. Er startet mit Suicune und Heatran. Hier nicht das, was ich optimal finde. Suicune, okay, Heatran. Wir sehen bei Heatran den Luftballon. Nichtsdestotrotz, ich hau einen Rückenwind raus, soll er auch seinen Rückenwind raushauen. Ich gehe meiner Planung nach, wechsle in mein Skelabra. Und ich finde das echt extrem krass, wenn er dann auch auf die Idee käme,
da was zu machen. Hier schon setzt Schutzschild ein. Okay, er will erstmal seinen Rückenwind rauskriegen. Vincent setzt Rückenwind aus, dann haben wir jetzt gleich eine Rückenwind-Rückenwind-Situation. Zykun setzt ebenfalls Rückenwind aus. Wir haben, haben wir diese Rückenwind-Rückenwind-Situation? Und so komme ich eigentlich zu dem Plan, was habe ich nochmal auf meinem Skelabra? Ansonsten will ich nämlich Heatran, sollte ich mal hinten anstellen und ich könnte, okay, ich habe keinen Energieball. Ich habe keinen Energieball, Spitball, an das Suicune habe ich, von dem Suicune habe ich eigentlich weniger Angst. Deswegen ich gerade überlege, Heatran werde ich aber trotzdem nicht töten, aber ich kann auf jeden Fall schon mal den Luftballon platzen lassen. Wobei, ist die Frage, was bringt es mir, den Luftballon platzen zu lassen? Eigentlich gar nichts. Weswegen ich einen Schmarotzer auf das Heatran loslasse und einen Spukball auf das Heatran, denn das Heatran kann sich nicht protecten. Er setzt Hitzewelle ein, weißt du denn nicht, dass ich Feuerfänger habe? Jetzt hätte ich liebend gerne selber Hitzewelle eingesetzt. Er wird wahrscheinlich Siedewasser. Hier kommt der Schmarotzer von Vincent. Vincent ist schneller als... Okay, erstmal, ich wusste nicht, dass Vincent schneller ist als Skelabra. Kommt das Siedewasser, genau deswegen macht er das. Aber das reicht nicht mal aus, um zu töten. Burn kann er natürlich nicht kriegen. Hier kommt der Spukball. Gegen das Heatran. Macht einiges an Schaden. Spezialverteidigung von Heatran sinkt. Und ich setze Verzögerung auf das Suicune ein. Und... Oder will ich Verzögerung? Ich schütze erstmal meinen... Ups. Oh, jetzt habe ich mich total verdrückt. Oh, fucking. Oh, fucking. Oh, fucking, fucking, fucking. Da habe ich mich jetzt total verdrückt. Shit. Shit. Das war jetzt... Oh. Da habe ich mich jetzt gerade total verdrückt. Fucking. Okay, Verzögerung auf Heatran und Spukball auf Heatran. Oh, fucking. Da habe ich mich gerade extrem verdrückt. Suicune setzt Eisstrahl ein, will hier Vincent erledigen, aber ich krieg wenigstens das Heatran weg. Und das ist schon mal die halbe Miete. Aber, oh, das wäre jetzt echt... Oh, mein Gott. Ich wollte eigentlich zurückgehen und nochmal Schmarotzer loshauen. Und dann drücke ich aus Versehen auf Schutzschild, weil ich... Ich hab zu nah... Die sind so nah aneinander. Er kann natürlich jetzt... Er kann jetzt natürlich den Rückenwind raushauen. Ich komme mit meinem Brigoron erstmal rein. Er kommt mit seinem Scalorpi. Okay, mit seinem, er kommt mit seinem Cesurio rein. Und da ist es mir echt lieber, so ein Ableithieb und erstmal mit Dinner zu protecten. Aber, oh, das wird mir, das wird... Okay, Dinner protect, das heißt, Cesurio wird wahrscheinlich nicht protecten. Das wird mir echt noch zum Verhängnis. Setzt Abschlag ein, geht aber gegen Dinner, macht nichts. Hier kommt der Rückenwind. Da kommt der Rückenwind. Und damit will er noch ein bisschen Schaden raushauen. Hier kommt der Ableithieb gegen ihn. Erledigt auch das Cesurio. Wir sehen höchstwahrscheinlich den Life Orb. Und das sieht jetzt schon mal gar nicht so... Wow, meine Stimme. Das sieht jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Er hat noch das Kangama. Er hat noch das Kangama. Ich werde einen Hammerarm auf sein... Ein Hammerarm auf seinen Kangama hauen und Hitzewelle. Denn für den Fall, dass er eben nicht doppelt angreift, ich hätte jetzt natürlich auch protecten können. Das wäre ein klüger gewesen. Aber ich wollte einfach mal gucken, weil er wird wahrscheinlich Mogelhieb benutzen. Ja, Mogelhieb gegen, genau, da hätte ich nicht lieber protecten sollen. Aber ich bin an sich so, dass ich das eigentlich überleben müsste. Suicune setzt Siedewasser ein, erledigt natürlich. Ja, das wäre echt klüger gewesen da. Das wäre weitaus klüger... Oh, landet sogar noch ein Volltreffer. Weitaus klüger gewesen. Jetzt muss ich hoffen, dass... Risikotackle macht natürlich die Berechnung ein bisschen anders. Also durch Risikotackle ist die Berechnung natürlich jetzt ein bisschen anders. Und da setze ich doch, glaube ich, lieber erstmal Schutzstacheln ein. Und hau einen Donnerblitz auf das Kangama. Weil das bringt mir auch nichts. Nee, Sturzstacheln bringt mir gar nichts. Ich glaube, das geht jetzt echt wieder dahin zurück, weil mein Kramux dadurch so früh gestorben ist. Und dann muss ich einen Donnerblitz auf das Suicune raushauen. Hoffen, dass ich einen Risikotackle überlebe.
Weil ich weiß noch, das war... okay, das reicht. Verdammt, genau. Daran lag's jetzt. Da habe ich nicht richtig nachgedacht. So hätte ich nämlich... Hätte er in meine Schutzstacheln angegriffen... Den Risikotackle hätte ich eigentlich überleben müssen, weil das ist nämlich so geskillt, dass Schutzstache, dass hier Mogelhieb plus Rückkehr-Kombo überlebt. Das war halt noch... Warum auch immer man in VGC 14 nicht... warum auch immer da nicht Risikotackle benutzt hat. Echt gute Frage, weil das ist ja eigentlich ein Eckmove. Weiß ich jetzt nicht. Na, auf jeden Fall, da... Hat es jetzt daran gehapert, weil dann hätte ich nämlich jetzt gerade hätte ich mich gerade eben das Kangama erledigen können, weil wir haben es auch gesehen, hätte ich da nicht noch vorher Schaden genommen durch den Mogelhieb. Ich hätte es überlebt, das Kangama wäre tot und hätte jetzt Suicune alleine gegen Brigaron und Voltolos dagestanden und dann hätte es nur entweder eins von beiden erledigen können. Das war jetzt da mein Fehler und natürlich der Missklick am Anfang. Das weiß ich schon selbst, da habe ich ein bisschen schlecht gespielt. Ich hoffe, für euch hat das heutige Spiel gefallen, oder das heutige Video gefallen, nicht nur das heutige Spiel. Wenn es euch gefallen hat, und es nicht getan, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.